Etwa 2 Stunden später. Das tut weh. Lass Nein, mich ich hab los. Die Schnauze langsam voll. Komm jetzt los. Mit hier. Du kommst jetzt hier mit rein. Lass mich los. Los. Ah, au. Ah. Ah, warte. Hey, bleib hier. Der Tumult bleibt nicht unbemerkt. Hey, auseinander. Silas, das Kind jetzt mal los. Warum soll ich die loslassen? Man weiß natürlich nicht, was passiert ist, was die junge Dame getan hat, ob sie eine Täterin ist oder nicht. Aber trotzdem ist das eine Art Körperverletzung. Man kann nicht einfach irgendwie ein junges Mädel, einen jungen Mann oder wem auch immer herziehen und die haben dann Schmerzen am Arm. Das geht nicht. Er hat mich einfach angefasst. Und er schleudert mich hier die ganze Zeit rum. Ist doch überhaupt nicht wahr. Die hat mich beklaut. Jetzt mal ganz ruhig, ne? Ich bin ruhig. Nee, aber so geht das nicht. Das ist ein Kind. Ja und? Sehen Sie mal, was Sie da angerichtet haben? Die Blagen kommen bei mir im Kiosk und klauen am laufenden Band. Das sind doch keine Blagen, das sind Kinder. Das ist doch ja, nicht Ihr Ernst. Ja, aber nicht Leute, die laufen klauen bei mir. Jetzt kommst du mal Ton wieder runter. Ich bin Sonst relativ packst ruhig. Du mich gleich mal an und dann können wir zweimal anständig reden. Das, was ich gerade vermutet hatte, sie hat eine Straftat begangen, sagt er zumindest, dass sie eine Wodkaflasche geklaut hat. Aber dennoch kannst du keine Gewalt gegenüber vor allem Kinder ausüben. So, du musst anders mit dieser Situation umgehen. Wenn sie das wirklich getan hat, rufst du die Polizei an, aber zerrst sie nicht zum Polizeirevier. So geht man 0,0 mit Kindern um. Wir fahren uns jetzt mal Aber nichtsdestotrotz hat sie geklaut bei Lassen mir. Lassen Sie mich jetzt mal ausreden. Wir fahren uns jetzt mal runter und dann gehen wir jetzt mal rein und dann klären wir den Sachverhalt. Okay. Und Sie bleiben ruhig. Ein Kind packt man so nicht an. Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz will ich dir anzeigen. Machen wir. Aber runterkommen, jetzt ist gleich gut. Da die Beschuldigte ein erst 10-jähriges Mädchen ist, haben die Beamten sofort die Mutter einbestellt. Die Alleinerziehende fällt aus allen Wolken, als sie die Einzelheiten erfährt. Alles okay? Was ist passiert? Ja, alles gut. Was ist los? Ja. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Wir haben Ihre Tochter mit dem Herrn vor der Wache aufgegriffen, weil wir durch ein klirrendes und lautes Geschrei darauf aufmerksam geworden sind. Mhm. Dann haben wir nur noch gesehen, dass der Herr Sie am Arm festgehalten hat. Ich habe Sie nicht am Arm festgehalten, ich habe Sie hierher gezogen, damit Sie mit mir mitkommt. Moment. Sie haben meine Tochter am Arm gepackt und hier auf die Streife geschleift, oder ja, was? Ja, natürlich, die hat bei mir im Kiosk geklaut. Tut das weh? Soll ich da zugucken und alles dulden, oder was? Haben Sie sie noch alle? Ich ja, bin jetzt, das muss behandelt werden. Ich werde Sie wegen Kindesmisshandlung anzeigen. Ja, was meinst du, was wegen Kindesentführung. Was meinst du, was Sie sind krank, ich das gibt's ja gar nicht. Ich zeig Sie an Diebstahl und Körperverletzung. Gucken Sie sich das mal meine an, Meine Tochter weiß es nicht. Jetzt ist Schluss, jetzt reicht, jetzt wissen Sie was. Sie kriegen jetzt Ihre Anzeige, Sie betteln ja förmlich darum. Gehen Sie mal bitte darüber. Ja, aber von mir, lass mir sowas nicht gefallen, das ist ja zum Kotzen. Unabhängig jetzt davon, welche Anzeige ich jetzt fertigen werde in dieser Situation, ich muss allerdings auch seine Anzeige aufnehmen. Und wir haben ja letztendlich halt einen Diebstahl, auch wenn es von einem kleinen Mädchen halt begangen worden ist und auch eine Körperverletzung vorliegen. Das heißt, ich muss also mehrere Anzeigen hier fertigen. Als die Mutter schließlich hört, was ihrer Tochter konkret vorgeworfen wird, ist dies der nächste Schock. Du hast Wodka geklaut? Nein. Ja, also der Herr kam, wie gesagt, haben wir die beiden vor der Wache aufgegriffen. Der hatte sie am Arm, daher auch die Hämatome. Und der sagte jetzt, dass ihre Tochter eine Flasche Wodka bei ihm im Kiosk geklaut hat. Stimmt wie das, Maxi? Wie er gerade gesagt hat. Ja. Du hast Wodka geklaut? Mhm. Wissen Sie warum? Nee, also mit uns wollte sie halt nicht sprechen. Deswegen ist das auch gut, dass Sie jetzt hier sind, damit wir uns einmal unterhalten können. Weil wir uns natürlich fragen, wie ihre Tochter dazu kommt, in dem Alter irgendwie was zu klauen. Und wann vor allem natürlich auch noch Alkohol. Wollen Sie mir jetzt damit unterstellen, dass meine Tochter trinkt? Nein. Meine Tochter ist 10 Jahre alt. Ja, deswegen. Nur es ist natürlich komisch, dass sie eine Flasche Wodka klaut. Da geben Sie mir durchaus recht, denke ich mal. Ich will nicht ihrer Tochter da irgendwas anhängen. Sondern, ich weiß nicht, vielleicht sind es ja einfach falsche Freunde, die sie hat. Meine Tochter hat ein wundervolles Freundschaftsverhältnis zu ihren ganzen Schulkameraden. Also. Ja, also daher kann es nicht kommen. Oder, ich weiß nicht, haben Sie vielleicht Probleme in der Familie? Probleme in der Familie. Das kann mal schnell falsch abgebogen werden in der Situation. Probleme in der Familie, aber der Alkohol spielt da vielleicht auch eine Rolle. Die Frage ist nur, für wen war die Flasche Wodka? Für die Kleine mit Sicherheit nicht. Und die Mutter scheint ja auch nicht an der Flasche zu hängen. Ja, also, na, das war eine Mutprobe. Da ist eine neue Clique in der Schule und ich wollte einfach dabei sein. Aber komm, wir müssen jetzt wirklich nach Hause. Nee, so einfach ist das jetzt natürlich nicht, ne? Also, wir können dich ja jetzt nicht einfach gehen. Ja, aber ich will jetzt wirklich nach Hause. Kann ich verstehen, wirst du bestimmt auch gleich können. Aber ich würde sagen, wir gehen einmal in mein Büro. Wäre das in Ordnung, wenn ich mich mit ihrer Tochter einmal alleine unterhalte? Bitte schön. Das macht durchaus Sinn.
die Kinder von den Eltern zu trennen, damit man die auch alleine befragt, damit die sich nicht unter Druck gesetzt fühlen und dass man mehr aus denen rauskriegt, damit die auch vom Herzen aus reden. Während Melina Hoffmann also versucht, das Vertrauen des Mädchens zu gewinnen, macht die Mutter auf dem Handy ihrer Tochter einen für sie alarmierenden Fund. Ich trinke erst mal einen Schluck, der ist wirklich lecker. Magst du mir denn jetzt vielleicht sagen, was... Seit wann hast du wieder Kontakt zu Papa? All diese ganzen Sprachnachrichten. Haben wir nicht gesagt, dass das nicht mehr stattfinden wird? Wo hast du eigentlich mein Handy gefunden? Du hast mir versprochen, dass du keinen Kontakt mehr zu Papa hast. Maxi, ich liebe dich. Und das wird sich nie ändern. Aber du kannst mir nicht einfach so in den Rücken fallen. Dieser Mistkerl kann besser leben. Frau Weber, was ist denn hier los? Frau Weber, jetzt sagen Sie mir noch mal, was sind das denn für Sprachnachrichten? Kennen Sie das, wenn Sie manchmal einfach nicht mehr weiter wissen? Ich musste mich von meinem Mann trennen vor 2 Jahren. Oh. Das war... Ich habe alles versucht, was man nur versuchen kann, aber es war einfach nicht mehr möglich. Ja, und jetzt... jetzt stehe ich hier auf der Wache. Ja, das ist eine ganz blöde Situation für alle, für uns auch. Aber warum haben sie sich denn getrennt? Was war denn da los? Was passiert? Die 35-Jährige hatte ihren Ex-Mann bereits dringlich zur Wache zitiert, noch bevor sie ihr Kind mit den Nachrichten konfrontierte. Mein Mann war... Ja. Das ist Ex-Mann. Puh. Hallo. Schönen guten Abend. Vincent Bergmann, mein Name. Kommen Sie mal rein. Ich habe hier meine Tochter. Wow. Ich habe mal was getrunken, ne? Ich habe nichts getrunken. Nee, das riecht ja aber ganz anders. Hinter meinem Rücken. Du hast mir versprochen, dass du Maxi nicht mehr siehst. Diese einzige simple Regel konntest du einfach nicht befolgen. Ich vermisse Maxi. Ich verstehe das, dass du sie vermisst. Aber du bist krank. Du musst deine Sucht endlich in den Griff bekommen. Und so sieht deine Suchtbekämpfung aus. Flachmann in der Tasche. Ich glaub's ja nicht. Ich hab's mir wieder Vincent, nicht gepackt. Hast du oder hast du nicht unsere Tochter Maxi dazu angestiftet, Wodka für dich zu klauen? Sag es ganz ehrlich, was soll das? Raus mit der Sprache! Was? Ich hab Maxi nicht angestiftet. Versuch endlich dein Leben in den Griff zu bekommen, ja? Es stellt sich jetzt die Frage, ob der alkoholisierte Mann seine Tochter tatsächlich dazu angestiftet hat. Ich meine, alkoholisierte Menschen machen alles, um an ihrem Stoff zu kommen. Und das könnte auch hier möglich sein. Hast du dein ganzes Geld versoffen, oder was? Hast du oder hast du nicht unsere Tochter Maxi dazu angestiftet, Wodka zu klauen? Was? Was hast du für Vorstellungen? Ich stifte doch nicht unsere Tochter an zum Wodka klauen. Ich glaub dir kein Wort. Lass die Finger von meiner Tochter. Die Mutter hat ja ihrem Ex-Mann ja vorgehalten, hast du die angestiftet? Das müssen wir natürlich noch prüfen. Wenn dem so ist, haben wir eine Straftat hier vorliegen. Lass meine Tochter in Ruhe. Mama. Oh, Maxi. Nein, Papa hat nichts gemacht. Lass ihn einfach in Ruhe. Maxi. Nein, nein. Sie mal raus. Vorweger. Nein, bleiben Sie. Siehst du, was du angerichtet hast? Nein. Du musst einfach nur auf das hören, was ich sage. Ich habe dir schon 10.000 Mal gesagt, mach deinen Entzug, dann kannst du vielleicht irgendwann deine Tochter wiedersehen. Aber so nicht, Vincent. So nicht. So, darf ich jetzt einmal unterbrechen? Die Maxi möchte Ihnen was sagen. Mama. Papa, ihr müsst mir jetzt wirklich zuhören, okay? Also, ich habe das geklaut für Papa. Aber bitte lasst mich, okay? Also, ich habe das gemacht, weil es ihm doch so schlecht geht und er braucht das Zeug und ich habe ihn so doll vermisst. Auf der einen Seite tut natürlich das Herz weh, weil sie macht das für ihren Vater, den sie liebt. Sie möchte ihm helfen und glaubt, dass ihm damit hilft. Aber sie versteht nicht, dass Alkoholismus wirklich eine Krankheit ist und das sollte man nicht unterstützen. Sie ist nicht strafmündig, das heißt, sie bekommt keine Strafe dafür. Aber man sollte ihr wirklich klar machen, dass das nicht in Ordnung ist und dass nicht geht. Maxim, einen Moment. Du brauchst ja nicht für Papa dieses Zeug zu klauen. Das ist so ein, das ist der Teufel. Das mache ich nicht aus Spaß. Es tut mir wirklich leid, ich mache das nie wieder. Ich hab das im Griff. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Bitte.
Weil ich muss das doch irgendwie schaffen, davon wegzukommen. Und sonst können wir nie mehr eine Familie sein. Maxi, es ist wirklich... Ich vermisse dich total. Aber es ist nicht so einfach. Es tut mir wirklich leid. Ich mach das nie wieder. Okay. Warum komme ich jetzt ins Gefängnis? Was für eine Frage. Komme ich ins Gefängnis? Natürlich nicht. Aber wir werden der Familie versuchen zu helfen. Speziell dem Papa, weil ich glaube, der braucht ganz dringend Hilfe. Der muss von seinem Alkohol wegkommen. Und vielleicht haben wir Glück und kriegen die ganze Familie wieder zusammen. Das wäre den dreien zu wünschen. Vielleicht trägt dieser Vorfall am Ende dazu bei, dass Maxis Papa endlich die nötige Kraft findet, um von seiner Abhängigkeit loszukommen.